Neukölln. Hier ist die Welt zu Hause. Neukölln ist nicht nur Türken und Araber. Neukölln ist Multikulti. Trendy, kreativ, aber auch kriminell. Für die Menschen, die hier leben, ist es mehr als diese Klischees. Neukölln bedeutet mir viel. Das ist mein Herz. Ich mag die Leute hier. Neukölln ist jung, mit einer langen Tradition und kann sogar grün und dörflich sein. Es ist ein Dorf mit U-Bahn-Anschluss, kann man so sagen. Neukölln ist irgendwie alles, nebeneinander her und miteinander verwoben. Einer der wandlungsfähigsten Stadtteile Berlins, voller Geschichte und Geschichten. Dennis Aolu eröffnet ihr Café. Da, wo Berlin am meisten brodelt und eine einzigartige Melange der Kulturen ist. Neukölln. Früher eher trist und grau, inzwischen Hotspot für Touristen und Zugezogene. Hier leben Menschen, deren Fotos in Pässen aus 160 Nationen kleben. Eins davon gehört Dennis. Ihre Mutter ist Deutsche, ihr Vater Türke und sie hat die doppelte Staatsbürgerschaft. Sieht Dennis Aolu aus dem Fenster ihres Cafés Espera, dann zeigt sich ihr die Sonnenallee wie auf einer Bühne. Der nahe Osten Berlins. Trotz der vorherrschend arabischen Nachbarschaft, Dennis Café ist Treffpunkt für alle. Dadurch, dass auf der Sonnenallee alle möglichen Leute rumlaufen, von den alteingesessenen Berlinern, arabische Gewerbetreibende, Studenten, die halt gerne nach Berlin kommen, um hier zu leben, finde ich es sehr, sehr wichtig, dass wir das hier gemacht haben, wo auch wirklich alle sich treffen können und wo alle auch in Kontakt kommen. 4 Euro. Zwischen 8 und 11 brummt das Geschäft. Einheimische Frühaufsteher und aus der Nacht gefallene Partygänger werden hier erst richtig wach. Ist jeder mit Koffein versorgt, bleibt auch für Dennis Zeit für einen Einkaufsbummel. Man muss nicht weit laufen, um in Neukölln aus arabischen Gefilden über die Karibik in die Türkei zu kommen. Der Markt am Maybachufer. Für Dennis und ihre Töchter gibt es hier viel zu entdecken. Gegründet Ende des 19. Jahrhunderts hat er sich seit den 70ern als Türkenmarkt etabliert. Heutzutage ein Ort, an dem man Geschäfte macht und Freunde trifft. Here I am. Yay. Für viele Berliner liegt der Markt gefühlt eher in Kreuzberg. Dennis, die mit 17 Jahren nach Deutschland kam, versetzt er sogar in eine andere Zeit, in einem ganz anderen Land. Ich war etwas irritiert, als ich mit 24 nach Berlin kam und ich auf einen Markt gegangen bin, der Türkenmarkt hieß, und dachte, warum wird er so genannt? Und mir wurde das ziemlich schnell klar, als ich über den Markt gelaufen bin und von allen Seiten die Händler gerufen haben und ihre Waren, ihr Obst und Gemüse, ihre Stoffe angepriesen haben. Es hat mich sehr stark daran erinnert, wie wir früher in Istanbul mit meinem Opa über den Wochenmarkt gelaufen sind. Dieses Gefühl, an jedem Stand mal stehen zu bleiben, zu gucken, was er anzubieten hat, das hat mich sehr stark daran erinnert. Auch am anderen Ende Neuköllns ist ordentlich Leben in der Bude. Sehr nett von euch. Am Werner-Seelenbinder Sportpark üben Berner, ihr Bruder Dennis und Vater Karl-Heinz Kor das Spiel auf engstem Raum. Sie sind wohl das, was man eine Fußballfamilie nennt. Karl-Heinz leitet die Jugendabteilung, seine Kinder sind Trainer. Und das alles beim Neuköllner Traditionsclub Tasmania. Bei der E-Jugend hört alles auf Berners Kommando. Ruhig, Delano, deine Fußspitze zeigt nach oben, gerade halt. Es geht nicht um schnell, macht's ordentlich. Aber willst du eine gelbe Karte? Berners Ansagen kommen bei den 10-Jährigen an.
Weil du bist zu langsam. Schieb ihn doch weg, darfst du. Ich esse mal ein bisschen mehr Döner. Die Kultur vieler Kinder ist ihr nicht fremd. Ihre Mutter ist Türkin. Das hilft manchmal bei der richtigen Ansprache. Das war viel besser. Man ist nicht nur Trainer, sondern automatisch Mama, Schwester, Oma, Tante. Alles auf einmal. Einige sind total aufgedreht. Aber wenn man sich dann unterhält und sagt, okay, kommt langsam zur Ruhe, wir gehen raus. Und das ist dann Gewöhnungssache. Also irgendwann sitzt das dann und dann wissen die Kinder auch schon, wie sie sich zu benehmen haben. Der Stärkere gewinnt. Trotz der unumstößlichen Regeln, der Nachwuchs rennt Tasmania die Türen ein. Einem Verein mit Geschichte. Auf dem Gelände gedachten kurz nach dem Krieg Zehntausende Berliner erstmals der Opfer des Faschismus. Hier befindet sich das Grab von Werner Seelenbinder, dem Berliner Ringer und Kommunisten, der von den Nazis ermordet wurde. Auf der früheren Radrennbahn waren nicht nur Fahrräder unterwegs. Und in den 60er Jahren schrieb Tasmania Bundesliga-Geschichte. Mit 108 Gegentoren und nur 2 Siegen in einer Saison errang man Kultstatus als das erfolgloseste Team. Heute gibt's andere Probleme. Heutzutage sind die Kids ja in vielen Bereichen nicht mehr aufnahmefähig. Also die schaffen also nicht 2 Halbzeiten konzentriert Fußball zu spielen. Das, was sie in den Übungen halt erlernt kriegen, das schaffen sie nicht. Und die Kids fangen ja schon in der ersten Halbzeit an, rund zu drehen. Ja, weil sie sind einfach nicht mehr gewöhnt. Und das hört man ja, wenn man sich die sozialen Komponenten, die Bewertung von der Schule anguckt, was wir ja auch tun, die Zeugnisse gucken wir uns ja auch an, das ist meistens identisch. Wer hier Trainer ist, muss mehr drauf haben als nur Fußballwissen. Gerade den Fuß, auch den schwachen. Jawohl. Ja, sieht bei einigen schon richtig klasse aus. Jawohl, denn. Nicht weit von hier liegt das Gelände der ehemaligen Kindl-Brauerei mit dem Sudhaus. In den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gebaut, wurde 2005 die letzte Flasche abgefüllt. 4 lange Jahre saß man hier auf dem Trockenen. Doch inzwischen wird im Keller zu harter Rockmusik wieder Getreide in edlen Gerstensaft verwandelt. 2009 hat Wilko Bereit mit Kollegen in diesen traditionsreichen Gemäuern die Rollberg-Brauerei aus der Taufe gehoben. Also wir befinden uns halt im Sudhaus. Im Sudhaus befindet sich nie Bier. Im Sudhaus vermischen wir nur Wasser, Malz am Anfang und lösen die Malzzucker aus dem Korn raus, welches später die Nahrung für die Hefe ist. Also von daher gehe ich an meinen Job ran, dass wir der Hefe eine Nahrung fertigen, die so lecker ist wie möglich. Und das, was sie uns übrig lässt, ist ein Bier. Malz, Hopfen, Hefe und Wasser, mehr kommt bei Wilko nicht in den Kessel. Lecker. Früher wurden hier 58.000 Flaschen Kindl pro Stunde gefüllt. Solche Mengen erforderten eine umfassende Logistik. Große Brauereien, innerstädtische, waren Städte in sich. Also früher war die Kindl-Brauerei, ging von der Hermannstraße bis runter zur Karl-Marx-Straße. Das ganze Gelände war Brauereigelände, links und rechts von der Werbelin- und Bodinstraße. Hier waren alle Gewerke ansässig. Hier waren die Brauer, hier waren die Melzer, hier war der Fuhrpark, hier waren die Pferde, um die sich gekümmert werden müsste, hier waren die Schlosser, hier waren die Maurer. Es waren wirklich alle Gewerke am Start. Und zu Hochzeiten haben hier auf dem Gelände bis zu 2000 Leute gearbeitet. Heute verlassen keine Flaschen mehr die Brauerei, nur Fässer. Rollberger soll in der Wirtschaft getrunken werden. Die lange Kindl-Tradition ist auch heute noch präsent. Die Architektur des alten Sudhauses, ein Stockwerk über der Rollberg-Brauerei, sucht ihresgleichen. Man wird kaum ein schöneres Sudhaus in ganz Deutschland finden. Das ist wirklich ein richtiges Schmuckstück. Man sagt auch unter Brauern, das ist eine kleine Brauereikathedrale.
Das ist, also ich glaube, auch die Gefäße, die hier stehen, die alten Kupfergefäße, sind die größten Einzelkupfergefäße, die wir in Europa haben. Und stehen halt auch unter Denkmalschutz. Und der Rest der Brauerei wurde abgebaut und arbeitet jetzt irgendwo anders. Die Zeit, hier scheint sie stehen geblieben. Doch direkt hinter dem Kindl-Gelände auf der anderen Seite der Werbelinstraße, da hat sich vieles verändert. Im Rollberg-Kiez herrschte noch in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Tristesse pur. Die Lösung, die sogenannte Flächensanierung. Das hieß erstmal Kahlschlag. Und dann Neubau. In Neukölln, da liegt alt und neu, schön und hässlich, herzlich und rau, dicht beieinander. Nur einige Ecken weiter, der schmucke Körnerpark. Aus der ehemaligen Kiesgrube lieferte der Unternehmer Franz Körner in der Gründerzeit den Kies für den Bau des Kiezes. Nach der Stilllegung überschrieb er das Gelände der Stadt. Allerdings unter einer Bedingung. Aus der Grube sollte ein Park für die Neuköllner entstehen, der seinen Namen trägt. Auf der Hermannstraße tobt Tag und Nacht das Leben. Glücklich, wer hier ein ruhiges Plätzchen findet und dem Treiben aus sicherer Distanz zuschauen kann. Und weil diese Straße niemals schläft, ist es nur folgerichtig, dass hier einer der zahllosen Berliner Spätis Quartier bezogen hat. Dieser Spätkauf unter der Nummer 178 ist vor allem in der jungen Szene beliebt. Günni Aksünger betreibt ihn mit seinem Bruder und seinen Eltern rund um die Uhr. Das war's bei dir? 6 Euro macht's. Günnis Eltern sind eingewanderte Türken, vor Jahrzehnten in Berlin heimisch geworden. Günni selbst ein waschechter Neuköllner. Ich bin hier groß geworden. Ich bin hier in die Schule gegangen, in der Zuckmeier-Schule, Zuckmeier-Oberschule. Halt, ich bin jeden Tag hier lang gelaufen. Also ich bin immer in Neukölln gewesen. Ich bin nicht so oft außerhalb. Außer jetzt zur Zeit. Ich muss ja immer meine Freunde nach Hause bringen, nach Kreuzberg. Kreuzberg ist auch schön, aber Neukölln ist schöner. Süßigkeiten, Zigaretten, Getränke und Knabberzeug, das ist Günnis Geschäft. Doch der Laden ist noch viel mehr. Anlaufpunkt für die Menschen im Kiez. Wie geht's, Ibo? Gut. Und hilfsbereit in allen Lebenslagen. Ja. Besonders, wenn die Energie fehlt. Pro 1% was ladet? 10 Cent. Der Akku ist verrückt. Ja? Pro Hour? Nee, alles gut. Alles gut. Der wird schaffen. Ja. Auf der anderen Seite der Hermannstraße liegt der Schillerkiez. Mittlerweile eine angesagte Wohngegend. Gentrifizierung, auch hier kein Fremdwort mehr. Kein Wunder, ist doch der Freizeitwert mit der Weite des angrenzenden Tempelhofer Felds enorm. Hier, wo früher noch Flugzeuge die Dächer rasierten, lässt es sich heute angenehm leben, Sport treiben und arbeiten. In der Kienitzer Straße etwa,
Ann-Kathrin Carstensen hat das Babyzimmer in ihr Unternehmen integriert und dem Häkeln ein neues, frisches Image verpasst. Topflappen oder Deckchen sind in ihrem Geschäft passé. Die Modedesignerin entwirft Schmuck aus feinstem Garn und verknüpft damit ein einzigartiges Projekt. Ein Jahr lang hat sie nach den muslimischen Frauen gesucht, mit denen sie nun zusammen wahre Kunstwerke schafft. Viele der Frauen sind ohne Schulbildung, waren lange arbeitslos und außerhalb der Familie sozial isoliert. Beim gemeinsamen Label Rita in Palma lernen sie nun ein anderes Leben kennen. Sie kommen aus dem Haus, leben selbstbestimmter und lernen Deutsch. Dass hier nicht im Vordergrund steht der gesellschaftliche Makel, den viele Frauen, glaube ich, hier immer erlebt haben. Du kannst kein Deutsch, du hast keine Schulbildung, du hast keinen Beruf erlernt. Im Grunde bist du wertlos für die Gesellschaft, sondern ich habe da ja was entdeckt, wo ich denke, dass und daran sehr hart arbeitet, dass das auch anerkannt wird, dass sie sehr wohl eine wahnsinnige Ausbildung haben, eine Expertise in ganz einzigartigen Handwerkstechniken. Und gemeinsam versuchen wir eben daraus Dinge herzustellen, die wir verkaufen können, damit die Frauen davon leben können und nicht von Sozialleistung leben müssen. Mit dieser aufwendigen Technik wurden über Generationen Handtücher und Bettwäsche für die Aussteuer veredelt. Wer diese Schmuckstücke tragen möchte, sollte mit 50 bis zu 850 Euro rechnen. Also in manchen Stücken stecken 40 bis 50 Stunden Handarbeit drin in einem einzigen Schmuckstück. Und das hat natürlich seinen Preis und seinen ganz besonderen menschlichen Wert auch. Wenn man sich vorstellt, da setzt sich einfach eine Frau für dich hin, 40, 50 Stunden lang und knüpft für dich, um dich zu schmücken. Das ist einfach was ganz, ganz Besonderes, finde ich. Die Frauen sind eine eng verwobene Gemeinschaft. Und nach einer Betreuung für Baby Tilda muss Ann-Kathrin nicht lange suchen. Das ist hier eine wahre Herzensangelegenheit. Im dörflichsten Teil Neuköllns sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Sehr deutsch, so denkt man. Doch auch dies ist eine Geschichte von Zuwanderung. Vor knapp 300 Jahren fanden böhmische Glaubensflüchtlinge hier eine neue Heimat. Brigitta Polina ist mit dem Stück Land, das sie von ihrer Familie übernommen hat, eng verwachsen. Wenn ihr Bekannter Henry vorbeikommt, geht es oft um die alten Zeiten. Also ich habe jetzt mal Bilder rausgesucht, die hier vom Gehöft sind. Das eine Mädchen bin ich und ist meine Cousine Christel. Als 5-jähriges Mädchen circa habe ich die Schaukel damals bekommen. Und das ist das allererste Bild, wo ich mit meiner Cousine geschaukelt habe, mit einer Wäscheleine noch. Da hatten wir noch nicht mal richtige Schaukelschuhe. Aber auch schon damals eine Kette. Natürlich. Ja, feine Dame schon mit 5 Jahren. Und ein Strähnenkranz wurde mir geflochten. Ach, Mutter und Großmutter ja. Und ich. Ja, ja, ja. 4 Jahre alt mit Stocklocken. Leider sehr klein, aber immerhin. Ja, süß. Ja, ja, ja. Und so ging man früher, weil der Saal ist ja nur 2 Häuser weiter, ging man früher in die Kirche. Und das gehörte zum wöchentlichen Normalfall. Die Frauen haben dann an bestimmten Festtagen diese Kleidung angelegt. So viele Erinnerungen an eine Zeit, die langsam vergeht. Für Brigitta Polina ist dieses Stück Neukölln ihr Leben. Ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass ein anderer es kauft. Ich muss draußen vorbeigehen und kann nicht mehr auf den Hof. Wäre für mich ein schrecklicher Gedanke. Oft ist Frau Polina mit ihrer Enkelin im Dorf unterwegs. Dass die protestantischen Böhmen hier eine neue Heimat fanden,
Das verdanken sie Friedrich Wilhelm I. Der Soldatenkönig schenkte ihnen Land, Häuser und Scheunen, gewährte den neuen Bewohnern von Böhmisch-Rixdorf viele Privilegien. Das stieß im benachbarten Deutsch-Rixdorf rund um den Richardplatz nicht immer auf Zustimmung. Schon damals wurden Geflüchtete nicht nur mit offenen Armen empfangen. Die Rixdorfer, die Alten, die hier schon wohnten, die haben ja nichts geschenkt bekommen. Die mussten sich alles erarbeiten. Und da kam dann schon auch ein bisschen Neid auf, denke ich mal so. Und vielleicht auch diese Steuervergünstigung, die sie hatten. Und dass sie eben auch nicht zum Militärdienst eine Zeit lang mussten. Also das hat schon Neid aufkommen lassen, denke ich schon. Die alte Schule beherbergt heute das Museum im böhmischen Dorf. So schön still sitzen. Hier erzählt Brigitta Pollinner Besuchern gern von ihren Vorfahren. Ihre Enkelin wird diese Geschichten weitertragen. In der Flughafenstraße brennt derweil die Luft. Hussein seift bei seiner zweitliebsten Beschäftigung. Ohne kubanische Zigarren sieht man ihn eigentlich nie. Doch der in Jerusalem geborene Araber verkauft kein Rauchwerk, sondern stutzt Kopfhaar und Bärte. Früher in Kreuzberg, heute in Neukölln. Seine Kundschaft damals vorwiegend Türken und Araber. Seinen Wandel zum Gentleman-Barber beäugten sie skeptisch. Wenn ich hier angefangen habe, umzubauen alles, die haben mich ausgelacht. Was machst du da? Willst du jetzt Antik verkaufen? Oder zum Beispiel durch diese Barberpoles, die Barbierzeichen da draußen, die sich dreht. Ne? Da kam eine und sagt, verkaufst du jetzt Eis? Husseins Weitsicht hat sich ausgezahlt. Heute hat er Kunden aus der ganzen Welt. Hi, guten Tag. Hallo. Auch Günni Aksünger lässt seinen Bart regelmäßig pflegen. Super. Bisschen kürzen. Okay. Aber voll Bart bleibt, ne? Genau. Okay. Der Besuch beim Barbier, eine Wohltat für Bart und Seele. Man chillt, du sitzt hier, dein Bart wird dir gemacht. Du kannst gerade so entspannen einfach. Tut gut. Willst du so sehr dirty Look haben, also so ein bisschen? So eigentlich so wie mehr bei dir, ja. Also okay, dann machen wir eine richtig Linie. Linie, ja, genau, natürlich Linie. Man muss keinen Bart tragen, um bei Hussein bedient zu werden, aber es hilft ungemein. Also für mich, Bart zeigt Männlichkeit, ganz ehrlich. Ja? Jetzt, tut mir leid, mein Lieber, sorry, ich will dich nicht. Ich hätte es ja auch gerne. Man fragt mich bitte nicht sowas. 30 Euro kostet die Rasur mit allem drum und dran, im Salon. Verlangt ein Kunde am Wochenende Husseins Bartschuhe im Hotel, dann wird's deutlich teurer. Hussein Seif hat's geschafft. Vor 12 Jahren hatte er seine Vision vom Gentleman-Barber. Heute ist die Flughafenstraße eine der ersten Adressen für jeden Bartträger. Einmal über die Straße rüber geht es bei Ann-Kathrin und Tochter Tilda hochherrschaftlich zu. Sie besuchen das Stadtbad Neukölln, eine altehrwürdige Institution. In der Schwimmhalle, die damals den Männern vorbehalten war, kann man im wahrsten Sinne des Wortes in die Geschichte eintauchen. Das Bad wurde Anfang des vergangenen Jahrhunderts gebaut. Etwa 10.000 Gäste gingen hier täglich ein und aus. Es gehörte damals zu den größten und modernsten Bädern Europas. Ein Tempel der körperlichen Ertüchtigung. Auf der Dachterrasse gingen die Leibesübungen auch auf dem Trockenen weiter.
Auf der anderen Seite des Gebäudes das etwas kleinere Bad, das damals als Frauenbad fungierte. Grüßen und Hallo sagen, wer bist du denn? Ja. Hier findet regelmäßig Babyschwimmen statt. Schon ab 3 Monaten kann man sich in die Fluten stürzen. Die Kurse sind auf Wochen ausgebucht. Baden wie zu Kaisers Zeiten. Den Kleinen hier ist das wahrscheinlich egal. Für Ann-Kathrin heißt es erst einmal nur zuschauen. Tilda ist mit ihren 8 Wochen noch zu klein. Aber schon bald soll auch sie hier mitschwimmen. Sie wird das lieben, auf jeden Fall. Also das heimische Baden, das findet die ganz toll insofern. Und ich bin auch überrascht, wie unfassbar heiß das hier ist, wie in der Sauna. Die Babys können ja auch relativ lang im Wasser bleiben. Also ja, ich finde es super toll. Zurück auf der Sonnenallee. In Espera sorgt hinter den Kulissen Dennis Aolu für Nachschub. Wie es sich gehört, selbstgemachter Kuchen fürs Hippe, fürs junge Neukölln. Gleich nebenan, auf der anderen Seite der Wand, eine völlig andere Kundschaft. Simones kleine Kneipe, eines der letzten Bierlokale in der Straße. Gut gemacht. So, danke. Schöne Blumen. Bitte schön. Einen russischen Landwein. Prost. Wir fangen jetzt schon an zu zittern. Hier gehen die Gesprächsthemen nie aus. So. Und sonst? Alles okay. Seit 2012 teilt sich Dennis Café mit der Kneipe die Hausnummer. Und wenn Wirt Rudi mal etwas Stärkeres als russischen Landwein braucht, hilft man im Espera gern weiter. Magst du etwas Milch in deinem Kaffee? Schwarz. So, zahle ich auch gleich. Der geht auf mich heute. Oh, das ist ja nett. Lass dir schmecken. Bis danke, später. Schönen Tag noch. Ebenfalls, gute Schicht. Ciao. Am anderen Ende von Neukölln fahren heute Räder übers Gelände, wo früher der Brauereifuhrpark war. Auch die Belegschaft, die hier meischt und läutert, hat sich verändert. Pappesüß. Es ist nun ein kleiner, aber feiner Betrieb. Also ich finde es schön für seine eigene Heimat, Bier brauen, was dann halt auch rund um den Schornstein verkauft wird und mittlerweile davon 7 Leute leben, ist einfach eine schöne Geschichte. Und man mag es nicht glauben, aber die kommen echt gerne zur Arbeit hier. Neues Leben in alten Gemäuern. Vieles hat sich in den letzten Jahren getan. Ein Zentrum für zeitgenössische Kunst ist eingezogen. Vieles soll noch entstehen. Und ein Gebäude schläft einen unterirdischen Dornröschenschlaf. Wilko ist mit der Frau verabredet, die die Schlüssel dazu hat. Die ehemaligen Brauereikeller, die mehrere Geschosse unter die Erde ragen. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden sie gebaut. Lager und Gärkeller waren zu der Zeit die größten unterirdischen Bauwerke Berlins. Abstieg in eine vergessene Welt. Der Keller, er birgt viele Geschichten. Eine davon ist auch Wilkos. Im August 96 habe ich ja meine Gesellenprüfung hier abgelegt mit allen anderen Lehrlingen aus Berlin.
Und dann stehen wir halt in einem, genau vor dem Keller, wo wir unsere Gesellenprüfung einfach begossen haben. Und man hat hier Leute rumlaufen sehen und alles war voller Schläuche und Pumpen. Und es war halt richtig Betrieb noch. Und wir betrunken. Ganz einfach. Für was man halt nach einer Gesellenprüfung so macht als Brauer. Man trinkt kein Wasser. Fast 150 Jahre hat sich dieser Keller über Wasser gehalten. Schon bald soll er, wie so viele alte Bauwerke in Berlin, eine neue Funktion bekommen. Da heißt es, solange den Zauber des Geheimnisvollen genießen, wie er noch da ist. Brigitta Pollina ist auf dem Weg zur Arbeit, so wie jeden Dienstag. Gleich um die Ecke von ihrem Haus hat die ehemalige Sozialarbeiterin ihr Hobby zum Beruf gemacht. Sie arbeitet als Ärztin. Allerdings für Puppen. In der Richardstraße warten ihre Schätze auf sie. Die Klinik hat sie von einem Kreuzberger Puppendoktor übernommen. Das Know-how, wie die Versehrten zu heilen sind, brachte sie sich selbst bei. Und die Liebe zu den Puppen hat sie von ihrer Oma Anna. Anna besaß nämlich eine Puppe, die Frau Pollina als kleines Mädchen unbedingt haben wollte. Annas Großmutter, eine Bäuerin, hatte sie im 19. Jahrhundert in einem Kaufhaus erstanden. Die Großmutter hat damals gesagt, Anna sucht ja eine Puppe aus, die aber Otto Bellmann heißt. Was so viel bedeutete, also eine tolle, eine schicke Puppe. Und Anna hat sich die eben ausgesucht und dann sind sie hingegangen und haben die Puppe bezahlt. Und die Großmutter hatte dann keine Genierlichkeit, sondern hat ihren Rock hochgehoben. Der Unterrock war drunter, da war der Geldbeutel und aus dem Geldbeutel hat sie das Goldstück gezückt und hat damit bezahlt. Und die Puppe hat eine kleine Besonderheit, die selten oder gar keine anderen Puppen haben. Die kann im Stehen schlafen und im Liegen kann sie gucken. Die hat hier hinten zwei Schnüre, die aus dem Kopf kommen. Und wenn man an der Schnur zieht, sind die Augen geschlossen. Und wenn man an der anderen Schnur zieht, gehen sie wieder auf. Und da begann eigentlich meine Leidenschaft für Puppen. Hallo. Hallo. Was führt dich her? Ich wollte schon lange mal herkommen. Ah, ich habe ja hier ein kleines Schätzchen. Ich weiß gar nicht, ob du damit noch was anfangen kannst. Das werden wir sehen. Packen das ist genauso alt wie ich. Unfälle, Brüche, Alterserscheinungen. Brigitta Pollina hat für jedes Wehwehchen ein Rezept. Och, die ist ja noch picobello. Ja? Und je älter die Puppe, desto besser die Heilungschancen. Das ist für dich. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, bei den modernen Puppen ist es jetzt ein Problem. Die sind also nicht auf Reparatur ausgelegt, die Puppen. Ich würde fast sagen, es ist auch ein Wegwerfartikel geworden zum Teil. Also, dass man sie fast nicht reparieren kann. Außerdem stellen die Firmen fast keine Ersatzteile her, sodass man nicht nachordern kann irgendwas. Oder geht nicht. Zurück in der Gegenwart. Am nördlichen Ende begrenzt die Hasenheide Neukölln. Einst lag das Wald- und Heidegebiet vor den Toren Berlins. Heute ist es ein Ruhepol mitten in der Stadt. Zahme und wilde Tiere gibt es hier. Aber keine Hasen mehr. Dafür Kaninchen. Der Tierpark Neukölln zieht besonders junge Gäste an. Und es gibt viele Ecken, wo die Seele baumeln kann. Musik.
raus, der Spaß beginnt. Regelmäßig treffen sich hier auch Angler. Allerdings, sie fischen auf dem Trockenen. Ole und sein Kollege Simon weihen Interessierte in die Kunst des Fliegenfischens ein. Wir haben am Anfang das immer am Wasser gemacht, haben aber dann gemerkt, dass es vielen Leuten schwierig fällt, sich auf die Wurftechnik zu konzentrieren, wenn Wasser und Fische in der Nähe sind. Die wollen dann halt nur noch den Fisch fangen. Und deswegen haben wir gesagt, lass uns das mal lieber auf der Wiese machen. Und deswegen hat sich irgendwie hier die Hasenheide angeboten. Ein ganz eigenes Vergnügen. Ende des 19. Jahrhunderts sah es hier noch anders aus. Die Hasenheide entwickelte sich zu einem Rummelplatz mit vielen Ausflugslokalen. Später gab es dann Veranstaltungen wie das Kellner-Derby. Dort, wo früher Gläser jongliert wurden, wird heute weit ausgeholt. Das Erste ist, die Bewegung kommt nicht aus dem Handgelenk, sondern die Bewegung kommt immer aus dem Ellbogengelenk. Und du bewegst dabei den kompletten Unterarm. So sieht ungefähr die Bewegung aus. Jefferson kommt aus Venezuela, hat beim Fischen auf der Wiese neue Freunde gefunden. Macht Spaß. Also ist ein bisschen komisch, weil ich bin der einzige Ausländer hier in der Gruppe. Aber ich fühle mich komplett integriert dadurch. Durch Aktivitäten, durch Sport. Also es ist möglich, Integration zu machen. Sehr schön. Und während die einen ihren Hobbys frönen, haben andere noch lange keinen Feierabend. Günni hat Verstärkung von seinem Bruder Dennis bekommen. Manchmal machen sie aus ihrem Späti einen Club, laden befreundete DJs auch aus dem Berghain ein. Günni erzählt gern davon. Diese eine große Party, die wir gemacht haben, es war einmal. Es wird wieder passieren, hoffentlich dieses Jahr mit einer Genehmigung, so dass die Polizei sagt, macht was ihr wollt und das Ordnungsamt und sich keiner einmischt. Ein paar Aufnahmen davon hat Günni noch. Hier waren so viele Leute, ich habe keinen Überblick gehabt. Ich glaube, mehr als 100 sogar, haben sich so alle zusammengequetscht und haben versucht zu tanzen. Draußen, die Straßen waren sehr voll. Das war so ein Line-up. Die Leute haben sehr schnell, man sagt ja Mundpropaganda. Wir haben ins Internet nicht reingestellt, wer auflegen tut oder so. Aber es hat sich sehr schnell überall rumgesprochen. Deswegen waren auch halt so viele Menschen da. Und das alles ohne Werbung. Durch die Mundpropaganda. Hi. Ja? Yeah. Alles gut. Ciao. Ja, in diesem Laden ist viel Power, von der alle profitieren. 60%. Also ich habe gesagt, 5 pro 1%, 10 Cent, 50 Cent. Nein, Spaß. Komm rein, komm ruhig rein. Hussein Seif ist immer 100% Hussein Seif. Auch in seinem zum rollenden Frisiersalon umgebauten amerikanischen Schulbus. Mit dem lässt er sich bei Events, Messen oder Festivals vorfahren. Aber heute Abend hat er noch was Besonderes vor. Etwas mit Weitblick. Auf dem Dachgarten des Klunkerkranichs wird heute Husseins neueste Idee vorgestellt. Die Open-Air-Location ist seit einigen Jahren ein fester Bestandteil der Gegend. Die Macher, allesamt Neuköllner, denen das auch wichtig ist. Also es ist halt auch nicht so, dass wir halt einfach hier einen Laden hingesetzt haben und sind dann halt irgendwo in Charlottenburg oder so. Sondern wir wohnen alle direkt um die Ecke und das ist unser Bezirk. Und natürlich wollen wir halt auch irgendwie
ein Teil des Bezirks sein und halt auch irgendwie auch wieder was zurückgeben. Künftig will Hussein einmal monatlich eine After-Work-Rasur anbieten. Der Rahmen scheint ideal, denn die Partyszene trägt wieder Bart. Und nach Sonnenuntergang lässt man sich bestimmt gern verwöhnen, so Husseins Kalkül. Bitte, mein Lieber, bist du dran? Aber musst du aufpassen, ne? Ich bin gespannt. Jawohl. So, wir machen schöne Konturen bei dir, ne? Ja. Alles klar. Wie ist dein Name? Flanek, Frank, aus Polen. Ah, Flanek. Jak się czujesz? Doskonale. Dobrze. Dobrze. Dobrze, dobrze. Hussein hat sich voll und ganz auf sein neues internationales Klientel eingestellt. Die bestimmende Salonsprache ist mittlerweile Englisch. Es geht aber auch auf Polnisch. Ganz nach Bedarf. Und dann breitet die Nacht ihren Zauber aus über Neukölln. Die Sonne lässt. Einmal zumachen, dran. Dennis und ihre Kollegin Jana machen für heute Schluss. Auf einen Absacker geht's rüber in Simones kleine Kneipe. Zum Wohl, auf den Feierabend. Die gegenseitigen Besuche? Vielleicht das Geheimnis der guten Nachbarschaft dieser doch sehr unterschiedlichen Läden. Und bei Günni geht die Party jetzt erst richtig los. Dies ist zwar ein Späti, aber spätestens nach Einbruch der Dunkelheit versprüht er das Flair eines Clubs. Das ist es auch, was viele Erlebnishungrige die Nacht hier einläuten lässt. So wie diese Touristen aus Stuttgart. Sie kommen nur nach Berlin, um Neukölln zu erleben. Hier gibt es einfach viel vorzufinden, was die junge Generation mit Berlin verbindet. Das ist jetzt nicht unbedingt die sauberste oder schönste Gegend vielleicht in Berlin. Aber es hat einfach seinen eigenen Charme. Und viele Leute, zum Beispiel wir auch, das ist genau der Charme, der uns gefällt und was uns auch anzieht. So. Und während die einen für die Nacht vorglühen, muss Günni durchhalten. Ich würde lieber um die Uhrzeit schlafen. So wie viele andere auch. Aber man kann nichts machen. Durchhalten. Damit die Party hier nie aufhört.